Hallo zusammen, hallo everybody, sonst grüßt alle miteinander. Wunderschönen guten Vormittag. Bonjour à tous, buongiorno a tutti. Ich glaube, wir haben die Sprachen durch, zumindest die, die ich andeutungsweise beherrsche. Die einige etwas besser, die andere etwas weniger gut. Ja, worum geht's heute? Heute geht's um den Empfang von Kurzwellensignalen. Um den Empfang. Und zwar ganz besonders um den Empfang, um den sicheren Empfang von Kurzwellensignalen in einer Amateurfunkumgebung, heißt, wenn wir auch senden, auch mit hohen Leistungen senden, damit wir daneben ein unabhängiges Empfangsequipment absolut safe betreiben können. Wir machen nichts kaputt damit. Ja, das schauen wir uns heute an. Radio Alpha 3, Radio Lima, Japan. Radio Alpha 3, Radio. Hotel Bravo 9, November Bravo Golf. This is, as you know, Victor Kilo 2, Bravo Yankee. Ja, da wird mit recht hohen Leistungen gearbeitet. Ihr habt es gesehen, Kilowatt. Und mit einem Kilowatt Sendeleistung, da könnt ihr, das ist vielen nicht bewusst von euch, da könnt ihr durchaus Schäden verursachen in euren Empfangsteilen, eurer Transceiver oder in euren Empfängern, die genauso gravierend sein können wie ein Blitzeinschlag in der unmittelbaren oder in der näheren Umgebung. Deshalb haben wir was für euch, was ja sehr, sehr wertvoll sein kann. Ich habe die hier übrigens vorhin kurz gezeigt oder ihr habt sie gesehen. Das ist die X1. Wir kommen etwas näher, damit ihr euch anschauen könnt, wie die Antenne aussieht. Ist ja wirklich ganz, ganz eine kompakte Kurzwellenantenne. Das ist die ganze Antenne, ist ein aktiver Dipol mit Endkapazitäten, um sie etwas zu verlängern elektrisch. Das ist die X1. Die X1 von Stampfl ist vielen von euch vielleicht ein Begriff. X1 von Stampfl. Und die geht hier von 90 kHz bis ins 2 Meter Band hoch. Aktiver Dipol, den ihr ja völlig unabhängig von eurer Sendeantenne betreiben könnt. By the way, die wird gespeist hier über die Fernspeiseweiche. Ich schlaufe die ein in die Koaxleitung, gebe hier DC drauf und dann ist die hier, liefert die hier schöne Signale auf den Kurzwellen- und den Langwellenbändern bis ins 2-Meter-Band. Ich mache da gerade eine Nebennotiz. Wir sprechen jetzt gleich davon, wie ihr euren Empfänger schützen könnt. Im Transceiver einen Zweitempfänger oder einen separaten Empfänger. Damit wir das schon mal aus der Welt geschafft haben, der Einwand, den die ein oder anderen von euch vielleicht jetzt bringen, die X1, die ist unheimlich pegelfest. Stampfl, der Hersteller, hat uns gesagt, daneben mit dem Kilowatt senden, da passiert der Antenne nichts. Was wir euch jetzt zeigen, das beinhaltet deshalb keinen separaten Schutz hier dieser Antenne. Das ist die Randnotiz, ist also sehr, sehr, sehr sicher zu betreiben, auch wenn in unmittelbarer Nähe mit hohen Pegeln gesendet wird. Also, wir kommen zum Beispiel mit dieser Antenne auf dem Transceiver im Scheck oder wir betreiben mit dieser oder irgendeiner Antenne betreiben wir einen separaten Empfänger. Wir betreiben den neben unserem Transceiver beispielsweise
Hier ist alles schon angeschlossen, deshalb muss das jetzt etwas festhalten. Das ist ein Empfänger von SDR Play, das ist der RSP1A, kleine Blackbox. Gespeist und gesteuert wird sie über USB. Das ist, was wir benötigen für die Verbindung zum Computer. Und hier ist der Antenneneingang. Da gibt es verschiedene Versionen des SDR Plays. Da gibt es beispielsweise den RSP Duo. Der hat zwei separate Tuner integriert und mehrere Antenneneingänge. Und ich kann mit geeigneter Software zum Beispiel auch 2-Meter-Band und ein Kurzwellenbandsegment gleichzeitig beobachten bzw. auch gleichzeitig hören. Das ist der RSP Duo. Hier zum Test haben wir den ganz einfachen RSP 1A hier zur Hand genommen. Der empfängt übrigens Signale in einem unglaublich breiten Bereich von ganz, ganz tief. Ganz, ganz tief bedeutet irgendwie 10 Kilohertz. Bis 2 GHz, lückenlos, und hat trotzdem schaltbare Bandpassfilter integriert, ist das auch doch recht großsignalfest, auch natürlich nicht, wenn ich mit einem Kilowatt daneben sende. So, wir haben hier den SDR Play, wir haben hier drauf, ich hoffe, man kann das sehen, die Software ist ein Beispiel, das ist das... Wie heißt das? Das SDR-Konsol heißt die Software. Ich denke, man kann das gut sehen. Wir haben hier die Signale. Wir sind hier drauf mit dem VFO. Wir haben hier Signale. Ich kann die anklicken mit der Maus. Mal sehen hier. Etwas lauter machen hier. Komm hier. Müsste eigentlich lauter... Ah. Jetzt. Moment, ich sollte nicht die... Und hier kann ich bewegen. Also, ihr seht, wirklich hoch aufgelöstes Display. Machen den wieder etwas leiser hier, damit ihr mich noch hören könnt, wenn ich euch was erzähle jetzt. Also, das ist, was ich machen kann mit Master Play. Wirklich fast jede Frequenz, ohne weiteres Softwarezubehör, analoge Betriebsarten. Das war jetzt SSB, ich kann CW mir anhören, ich kann FM, AM mir anhören, ich kann Radio, Rundfunk in FM hören mit Bandbreite, wie ich das mag, mit 10 kHz, 20 kHz Bandbreite. Also es ist sehr, sehr vielseitig, auch in Sachen Darstellung, Audio, Frequenzgang, ZF, Frequenzgang und so weiter. Das kann ich machen. Jetzt, wenn ich den SDR Play ganz einfach betreibe an der X1, und ich sende 5 Meter daneben mit meiner großen Station, wie wir das hier zum Beispiel sehen, mit dem K4 und der KPA1500 mit 1 Kilowatt Leistung, dann, habe ich vorhin erwähnt, passiert der X1 nichts. Aber dem Empfänger hier, dem passiert garantiert was. Der verträgt die Spannung, die dann anliegt hier an dem Antennenport verträgt er nicht, der geht kaputt. Dasselbe, beispielsweise der K4, moderne Transceiver wie beispielsweise der K4, der hat neben 3 vollwertigen Antennenbuchsen, was meine ich mit vollwertig? Das sind Antennenports, über die kann ich empfangen und ich kann darüber senden. Ich kann beides. Davon hat er 3. Zusätzlich dazu hat er 2 RX-Antennenports. Jetzt diese RX-Antennenports sind schaltungsbedingt immer connected. Das heißt, ich kann unter Umständen, wenn ich nicht aufpasse und meine Empfangsantenne, die am RX-Antenneneingang hängt hier vom K4,
die steht unmittelbar neben meiner Beam, wo ich einen Kilowatt send, dann kill ich unter Umständen hier die Empfangsstufe oder Empfangsstufen mit meinem eigenen Sendesignal. Das muss ich irgendwie unterbinden, da muss ich einen Schutz haben dazu. Genau gleich wie ich neben meinem Transceiver ganz unabhängigen SDR-Play betreiben möchte oder einen anderen Transceiver, dann brauche ich irgendeinen Schutzmechanismus. Und genau den haben wir für euch jetzt. Und das geht und ist wirklich sehr, sehr ausgeklügelt, sehr einfach in der Realisierung. Wir sprechen hier vom Setup bestehend, und da kommen wir vielleicht etwas näher, damit wir das sehen, bestehend hier aus dem DMC2, das heißt Dual Modul irgendwas, 2 von DX Engineering. Das ist grundsätzlich ein Case mit Ein- und Ausgängen. Und im Case drin, ich habe es jetzt nicht aufgeschraubt, da habe ich 2 Steckplätze. Die 2 Steckplätze kann ich belegen mit Modulen. Wir haben hier das Modul, was wir hier drin haben. Das heißt TRI, das heißt DXETRI. Und das TRI steht für Transmit, Receive, Interrupt. Ja, die Bezeichnung verrät, was das Modul macht. Das Modul unterbricht das Empfangssignal, wenn ich auf Sendung gehe, mit irgendwas daneben, und gesteuert wird das Ganze hier über die spezielle Weiche. Ist eigentlich eine DC-Einspeiseweiche, die aber versehen ist hier mit einem Key-Eingang, mit einem PTT-Eingang. Was mache ich? Ich verbinde hier FT991A als Beispiel mit unserem Kabel, Amp-Switch-Cable, 8-Pol in dem Fall, hier mit dem Key-Eingang. Und wenn ich hier drauf drücke, dann schalte ich hier automatisch mit der PTT-Taste die Speisespannung für den Interrupter aus, was zur Folge hat, dass Ein- und Ausgänge des DMC2 auf Masse gelegt werden. Heißt, die Antenne wird auf Masse gelegt und mein kostbarer Empfänger oder die Empfangseingangsstufe des K4 wird auf Masse gelegt. Ich kann euch das beweisen. Ihr könnt es mir auch ruhig glauben, aber ich kann es euch auch zeigen. Hier haben wir jetzt unseren Empfänger. Und hier gehe ich mit der Antenne, die steckt unmittelbar daneben. Gehe ich auf Sendung. Ich drücke die Taste und ihr beobachtet hier das Spektrum. Weg. Seht ihr? 1, 2, 3. Ich bin jetzt hier auf der Frequenz. Ist klar, aber das geht mit den S9 hier. Absolut keine Gefahr. Das sind Direkteinstreuungen. Die anderen Signale sind unterdrückt. Jetzt lasse ich hier die PTT wieder los und das Signal kommt zurück. Also sobald ich PTT drücke hier, ist der weg. So. Also, das ist eine sichere Abschaltung. So könnt ihr neben dem Transceiver könnt ihr einen Empfänger betreiben oder ihr könnt eine separate Empfangsantenne nutzen an einem hochwertigen Transceiver wie beispielsweise dem K4, der auch mehrere Empfänger hat, wo ich ganz unabhängig von der Sendeantenne empfangen kann, was ich möchte. Sobald ich auf Sendung gehe, wird die Empfangsantenne auf Masse geschaltet, der Empfangseingang auf Masse geschaltet und meine Empfangsgeräte bleiben sicher. Das ist, was ich damit machen kann. Ich mache hier gerade noch eine kleine Randnotiz. Ich setze mich kurz hier hin, damit ich euch das noch zeigen kann. Oder Randnotiz Nummer 1. Das DMC2 hier,
das Case. Wir haben jetzt hier das 3PM, das Transmit Receive Interrupt Modul eingebaut. Es gibt hier vielfältige Filtervarianten. Also ich kann mit dem Case auch einen RX-Filter aufbauen. Es gibt steckbare Filtermodule für alle Bereiche, für verschiedene Bereiche dafür. Und dann gibt es auch noch RX-Vorverstärkermodule. Wenn ich aus irgendeinem Grund mein RX-Signal verstärken muss, das kann ich hier damit auch machen, wenn ich das entsprechende RX-Verstärkermodul einbaue. Gibt einige Module, die hier reinpassen. Sei noch gesagt, dann hat es hier Jumper, wo ich die Betriebszustände definieren kann. Ist im Manual sehr gut beschrieben. Und hier das Modul, das arbeitet gerade umgekehrt. Also ihr habt hier keinen direkten PTT-Eingang. Ist eine Besonderheit, ist nicht, was viele von euch kennen. Ich mache im Prinzip etwas Umgekehrtes. Ich schalte mit der PTT ganz einfach die Speisespannung aus, und wenn die Speisespannung aus ist, dann liegen die Relais auf Masse. Ist umgekehrt als die direkte Schaltung per PTT auf Masse. Ja, jetzt noch kleine Randnotiz. Ist noch interessant vielleicht die Anwendung für... Ja, für einige von euch. Der FT991A ist ja ein absolut geniales Teil. Das ist wirklich, damit, mit dem Gerät hat Jesu einen riesen Siegeszug angetreten vor Jahren, und das Gerät ist nach wie vor sehr, sehr populär. Das Gerät hat eine Sache, die ist für heutige Verhältnisse nicht mehr ganz optimal, und das ist hier Spektrum und Wasserfall. Die Karin kommt etwas näher, dann könnt ihr das auch sehen, dass hier Spektrum und Wasserfall ist schon, ja, nicht sehr detailliert hier. Wenn wir uns das ansehen, das ist nicht unbedingt, was man sich heute vorstellt von einem modernen Transceiver. Jetzt, wie löse ich das Problem? Wir schwenken nach links. Und sehen ja, was wir schon gesehen haben. Und jetzt kommen wir zum Speziellen. Wir haben hier eine Möglichkeit, ist Randnotiz. Wir haben hier die Möglichkeit, ein externes Radio zu synchronisieren. Das heißt, die Software hier, die läuft mit dem Transceiver. Ich drehe am Transceiver am VFO, und ihr seht hier, was passiert. Ich gehe hier mit. Zum Beispiel hierhin. Und dann habe ich hier die Frequenz. Jetzt hat er gerade aufgehört. Oder ich gehe hierhin und klicke hier rein. Und dann habe ich hier auf dem FT991 die Frequenz. Also ich steuere eigentlich hier meinen Transceiver. Ihr seht, wirklich, wirklich eine ganz, ganz interessante Nebenanwendung. Und jetzt Achtung, Leute, wenn ihr euch denkt, ja, da brauche ich ja die ganze andere Geschichte nicht, das macht ja die Software. Jein, ganz gefährlich, weil wenn ich getrennte Antennen habe und ich sende und der bleibt auf Empfang, dann ist der 0, nix, ist der kaputt. Deshalb das DMC2 mit dem Transmit Receive Interrupt Modul, und dann kann ich das alles auch ganz sicher betreiben. Also ich erweitere ganz einfach mein FT991, meinen TS590, meinen TS480, was auch immer, alte Geräte FT847, FT897, haben ja alle überhaupt keinen Wasserfall, keine Wasserfallanzeige. Die erweitere ich ganz einfach mit dem STR Play und mit der Software um ein externes Spektrumsdisplay und Wasserfalldisplay, und
betreibt das an einer separaten Antenne hier mit dem SDR Play und macht die ganze Geschichte sicher und automatisch geschaltet über die Umschaltlösung von DX Engineering. Ja, das ist eine interessante Sache, die wir euch zeigen wollten. Ein Teil davon haben wir euch schon gezeigt mit anderen Komponenten vor Jahren. Das DMC2 mit der Abschaltung ist neu und ihr könnt euch selber Gedanken machen, wie vielfältig ihr das DMC2 mit passenden Modulen, mit der Schaltung hier über PTT nutzen könntet. Soll es gewesen sein für heute. HB9NBG, mein Rufzeichen. Die Karin ist heute hinter der Kamera. HB9 Foxtrot Zulu Charlie kommt dann bald wieder in Action. Kleine Vorausannonce. Es wird bald gehen ums Thema CW, Thema Morsen. Das ist sowohl Karins ganz große Leidenschaft als auch eine Leidenschaft von mir inzwischen. Und da werdet ihr auch die Karin wieder in Action sehen. Für heute soll es das gewesen sein. Wir bedanken uns ganz herzlich. Fragen habt, bitte fragen. Ihr findet alles auf unserer Website. Die findet ihr hier, die Website, ganz einfach über einen QR-Code. Und wenn ihr es nicht scannen, sondern eintippen möchtet, dann wäre das dann www.lutz-electronics.ch. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt unseren YouTube-Kanal, hier unten hat es so eine Glocke, da könnt ihr es abonnieren und die Glocke markieren. Und dann kriegt ihr auch immer eine automatische Meldung, wenn neues Video von uns online ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.